angeschoben. Jetzt kommen wir zwei runter. Ich glaube, dass das viel mehr Probleme bringt, dass man eben nicht offen drüber sprechen kann, weil man immer lügen muss. Die Leute, die zum Therapeuten gehen, die müssen dann sagen, ja, ich habe einen Zahnarzttermin, aber man hat ja nicht alle 2 Wochen einen Zahnarzttermin. Und dann lügt man sich so durchs Leben und das finde ich halt wirklich, ist eine schlimme Sache. Also ich würde schon behaupten, 50% der Leute, die in meine Gruppe gehen, das belastet die schon am meisten. Ganz klar ist es schon mal, dass man sich nicht analysiert fühlt. Also beim Therapeuten, der sitzt ja dann mit seinem Block da, ne, und macht sich seine Notizen. Und ich habe mich dann immer sehr analysiert gefühlt. Also es würde mich beobachten und alles schön aufschreiben, aber mich nicht wirklich verstehen, weil er die Situation ja nicht miterlebt hat oder ähnliche Situationen durchlebt. Und das ist in der Selbsthilfegruppe halt komplett anders. Alle Menschen sind irgendwie auf einem Stand, alle haben was erlebt, was ein einschneidendes Erlebnis halt war und sich dann durchs Leben zieht und auch einen irgendwie fertig macht, weswegen man sich Hilfe suchen muss. Und das ist einfach ein gravierender Unterschied, finde ich. Dass man eben nicht von außen betrachtet wird, sondern neben Leuten sitzt, die eben das Gleiche durchleben. Ich glaube, wenn man in die Selbsthilfe geht, dann ist man irgendwo gezwungen, an sich zu arbeiten. Weil das ist ja auch wichtig, dass man nicht immer nur die Vergangenheit bedauert, sondern eben auch das Positive sieht und nach vorne schauen kann. Und ich glaube, das hat mir vor der Selbsthilfe massiv gefehlt, dass ich eben einen Blick nach vorne habe und nicht immer nur rumheule von wegen, wie mies doch alles war. Und ich glaube, ohne Selbsthilfe wäre das noch so, dass es mir eben viel schlechter gehen würde. So sehe ich, okay, ich bin nicht alleine damit. Es gibt Leute, die haben ähnliche Probleme. Und das ermutigt auch einen, weiterzumachen. Weil klar, wenn ich jetzt so diese Gruppe leite, dann kann ich ja nicht selber, so, klar kann man auch selber da sitzen und auch mal weinen und sagen, dass was Schlimmes passiert ist. Aber die anderen schauen ja auch einen an und wollen ja sehen, okay, schafft sie das denn? Und das pusht einen natürlich auch. Und das merke ich auch unter den Mitgliedern untereinander. Die sehen, okay, der hat sich jetzt bemüht und er hat was erreicht. Dann vielleicht versuche ich das auch mal und dann komme ich weiter im Leben. Und das ist echt ein Aspekt. Ich glaube, das hätte mir enorm gefehlt, wenn ich nicht diese Gruppen gegründet hätte.